die Teller. Mein Grimm erwachte, als ich feststellen musste, dass der Dentist gänzlich anders aussah, als er hieß. Unter dem Namen Bodlenko hatte ich mir freilich ein kleines Gesicht vorgestellt, mit tiefen Schatten. Stattdessen erwartete mich die Glätte eines Ferkels bei Vollmond. Als ich zwei Treppen hinabgestiegen war und wieder den Hausflur betrat, erreichte meine Wut einen so hohen Grad, dass ich mich hilfesuchend umsah. Dabei fiel mein Blick durch eine offenstehende Türe in die Küche der Hausmeisterin. Steinboden. Sogleich eilte ich aus dem Hause, denn vorhin schon hatte ich die Geschirrhandlung gesehen, war alsbald zurückgekehrt, warf drei Teller und hörte eine schimpfende Frauenstimme, gegen die sich Laute einer halbwüchsigen Greinend verteidigten. Beim Klatschen zweier Ohrfeigen, denen Heulen folgte, schlüpfte ich eben wieder durchs Tor und ging sogleich verrauchten Zorns und frohen Mutes auf der Straße munter davon.